So, ich grüße euch. Ich bin wieder mal im Lande. Ich war mal für ein paar Tage auswärts, jemandem mithelfen, auch für Recht und Gesetz zu sorgen. Und bin heute wieder rein und habe heute im Briefkasten ein Vergleichsangebot gefunden. Da hatten wir am sächsischen Finanzgericht, hatte ich ja geklagt, ne, weil ich den dienstlich veranlassten Führerschein angeblich nicht absetzen konnte. Das hat das Gericht aber bestätigt, dass das rechtens ist, wenn man kein Privat Fahrzeug hat. Ist in meinem Fall der Fall, weil wir haben sie alles weggenommen. Hat ja immer schön Gletscherplan an der Wand. Unter anderem auch, jo. Ist noch nicht rechtskräftig, aber ich gehe mal davon aus, dass der Vergleich stattfindet, weil ich werde das so, wie es beantragt ist, auch befürworten. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht gesetzt zu der Verhandlung, weil viele auch sagen, das ist eben eine Einlassung. Wo man sagen kann, na, dann hat der Richter ja freies Schussfeld. Ne? Ich muss aber sagen, das ist ein Richter, der sich sehr an Recht und Gesetz gehalten hat und der auch wirklich ganz genau geprüft hat. Und ich habe auch einen Rechtsbürger raushängen lassen, weil ich nun mal keiner bin. Ihr wisst ja, wie ich denke. Und auch ich trete eben ein für rechtsstaatliche Verhältnisse. Und mit allem Wenn und Aber. Wenn das eben nicht geht, wenn der Richter eben keine ordentliche Bestellung hat, hat er keine. Wenn sich aber Richter selbst ohne, sagen wir, ordentliche Bestellung im Sinne einer staatlichen Urkunde rechtsstaatlich verhält, ja, dann ist er doch auch berechtigt, rechtmäßiger Notstandsleiter. Das Problem, was viele Systemlinge haben, sie halten sich nicht an die kaiserliche oder staatliche Gesetzgebung, sondern machen ihr eigenes Ding. Würden die genau die kaiserliche staatliche Gesetzgebung machen, wären sie ja im Recht. Würden wir sie ja alle bejubeln. Aber genau das machen sie nicht. Bestes Beispiel war heute im Briefkasten. Ein lustiges Schreiben einer Gerichtsvollzieherin. Ich schalte es gleich mal in die Kamera, damit ihr wisst, dass ich hier auf keinen Fall einlenke oder mich hier irgendwie. Warte mal, ich muss sehen, wo ich das Original habe. Das ist ja alles nur die Kopie gewesen. Original habe ich natürlich auch, keine Frage. Ich gucke nochmal nach. Jo, und ja, das ist hier die Kopie, ist aber jetzt egal. Also. Hier wird in obiger Angelegenheit, da steht erstmal schon gar nicht was da. Sehr geehrter Empfänger. Und da ist der Kläger ist da als Empfänger. Keine Ahnung. So, Aktenzeichen genannt, was es gar nicht gibt. Es gab keine Veranstaltung dazu, also aus 15. Inklusive Gerichtsvollzieherkosten, zuzüglich eventuell weiterer Zinsen. Es steht aber überhaupt kein Betrag da. Hier ist 0, da steht 0. Ja. Die Gerichtsvollzieherin, kann ich auch gleich mal in die Kamera halten, damit die jeder kennt. Daniela Seidel, Gerichtsvollzieherin, kein staatliches Logo, seht ihr hier. Keine ordentliche Unterschrift, das ist nur ein Kragel, da kann ich nicht erkennen, dass es Seidel heißt. Hier ist auch nicht ein Vor- und Zuname unterschrieben, also schon einmal nicht rechtzeitig. Ja, und da werde ich hier aufgefordert, in meinem Büro zur nächsten Sprechzeit zu erscheinen. Das ist heute zwischen 14, 12 und 14 Uhr. Es liegt ein Haftbefehl vor. Bitte setzen Sie sich mit mir. Sollte keine Reaktion erfunden werden, ich unter Hinzuziehung der Polizei die Verhaftung durchführen. Das ist überhaupt kein Prozess da. Es ist kein Prozess da, es ist kein Urteil da, es ist noch nicht mal eine Klageschrift da. Da kommt die hier mit Zwischendreck. Und natürlich wieder hier keine ordentliche Bestellung vorhanden. Ja? Weil die Gerichtsvollzieher haben ja wegen der gelöschten, sagen wir so, Anerkenntnis als staatlicher Gerichtsvollzieher sind sie ja alle privat unterwegs, sind also Gewerbetreibende, die Angebote untertreiben. Und das Angebot heißt hier in dem Fall verhaften, ihn zusammenschlagen, möglicherweise eine Gegenwehr vortäuschen, um den Schädel einzuschlagen. Ich habe ja so mal so eine Verletzung hier in der Kinnlade, wo ich ja schwer misshandelt worden bin. Und es ist das Gleiche, wie sie nach dem Krieg gemacht haben. Es gibt jetzt wieder so eine schöne Doku hier, die jetzt rumgereicht worden ist, die von amerikanischen Historikern gemacht worden ist, wo sie mal wirklich die Verbrechen der Alliierten, Russen und auch der, also Sowjetunion, muss man mal sagen, Sowjetunion, nicht Russland, Sowjetunion und noch fast so schlimm auch die von Eisenhower Alliierten, die also nicht hierher gekommen sind, um Hitler zu beseitigen, sondern wo die Dokumentation anhand von Aussagen des US-Militärs darlegt, was ja wirklich gelaufen ist. Und die sagen dann alle, ja, die haben dann reihenweise Zivilisten und auch Armeeangehörige, Kriegsgefangene erschossen und so weiter. Also ist ein ganz schlimmer Film, geht über 2 Stunden, kann man momentan bei YouTube angucken. War für mich, wo ich schon wirklich nur abgehärtet bin, absolut erschreckend, dass es sowas gegeben hat.
Ich habe vieles schon gewusst, weil aus Erzählungen der Großeltern, Bekannten, ich sammle ja alles, was aus der Zeit ist, wo ich sagen kann, das hat er wirklich erlebt haben. Dort war der auch im Krieg und da habe ich eine wahrheitsgemäße Schilderung, sammle ich alles, hebe ich auf. Wenn man dann so eine große Doku sieht und die auch alle sagen, ich habe ja meine Anweisung, mein Chef hat mir ja befohlen, Gewalt anzuwenden gegen Zivilisten, ja, gegen Kriegsgefangene und so weiter. Da wird ja, und selbst wenn die sagen, es waren 10-mal irgendwelche Krematorien oder irgendwas, die sagen dann alle, ich hatte meine Anweisung, ich habe die Anweisung gehabt. So, und die Dokumentation legt dann offen, dass ungefähr doppelt so viele Zivilisten und Armeeangehörige nach dem Krieg umgekommen sind, wie während der Kampfhandlung. Das ist natürlich eine interessante Sache, weil während Kampfhandlung kann man ja von einem Krieg im Sinne der HLKO reden. Und wenn aber mehr Leute getötet wurden nach den offiziellen Kriegshandlungen, dann ist es ja ein Kriegsverbrechen, was viel größer ist als die Opfer des Zweiten Weltkriegs insgesamt. Und man muss ja noch die Leichenberge noch mit hinzuzählen, die durch die Brandbomben auf die zivilen Objekte Leipzig, Dresden, Kiel und so weiter, Berlin auch, zustande gekommen sind. Die kommen ja auch noch dazu. Die sind schon in den Kriegstoten drin. Und dann kommt das, was jetzt durch den Historiker aufgedeckt wurde. Die nach dem Krieg sind noch mal wenigstens doppelt so viele. Und die streiten sie sich noch, ob es anderthalb oder bis zu 10 Millionen, also 1,5 Millionen bis 10 Millionen Opfer nach dem Krieg, also durch Misshandlungen und also man sieht da ganz schlimme Sachen. Zieht euch das rein, solange wie es das Video noch gibt. Ich halte das für sehr glaubwürdig. Es deckt sich mit dem, was wir wissen aus Leuten, die sich mit der Zeit befassen. Ich selber habe nicht so die Zeit, mich da reinzusteigern. Ich kenne aber eine Menge Leute, die das regelmäßig machen. Also wenn ihr an irgendwelche Informationen kommt, und da rede ich nicht von denen, was im ZDF oder Arte oder so ausgestrahlt wird, sondern ordentlich aufbereitete Dokus. Ja, Dokus von Guido Knopp, die könnt ihr alle komplett in die Tonne treten, weil das ist nur Propaganda. Der Mann ist so voller Hass, dass er seine wissenschaftlichen Ergebnisse immer mit Propaganda unterlegt. Solches Zeug braucht er nicht angucken. Ja. Guckt euch eine ordentlich aufbereitete Doku an, die von Heimatvereinen oder von Leuten, die sich jahrelang damit befassen. Also Katowice gab es da mal Vorkommnisse, müsst ihr einfach mal googeln. Ja. Guckt euch das mal an und versucht, so viel wie möglich Originalquellen zu kriegen. Also Leute, die in der Zeit in Gefangenschaft geraten sind und so, die fragt eure Großeltern und hebt euch das auf. Das sind alles Sachen, da werdet ihr feststellen, dass es im Krieg bei weitem nicht so schlimm war wie nach dem Krieg. Das ist also die Aussage, zieht sich fast durch alle Augenzeugenberichten. Und dass wir jetzt wieder in eine Zeit kommen, wo es wieder so wird, wo die Leute wieder sagen, ich habe ja meine Anweisung, ich brauche ja gar keinen ordentlich unterschriebenen Haftbefehl, ich brauche ja nicht mal einen Richter, ich brauche nicht mal eine ordentliche Bestallung, ich kann einfach vollstrecken und ich tue die Polizei einfach dazu missbrauchen, dass die hingehen und denen die Fresse polieren. So, das sind unsere Gerichtsvollzieher und dieser Freistaat ist nichts anderes als die Fortsetzung des Putsches der Weimarer Republik gegen den Staat. Das ist nämlich das, was der Freistaat ist, weil der Freistaat am Ende seiner Verfassung die Weimarer Verfassung inkludiert. Das ist das Gleiche, als wenn der eine Verbrecher die Regeln des anderen Verbrechers zu seinen eigenen macht und genauso schlimme Verbrechen beübt. Denn die Weimarer Republik gegen den Staat war der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Der Kaiser war nur Bündnispartner. Der hat einfach nur die Folgen beseitigen wollen. Kriegstreiber war die Weimarer Republik. Und auch vom Zweiten Weltkrieg gilt genau das Gleiche. Ne? Die Weimarer Republik hat dafür gesorgt, dass die Waffenstillstände gebrochen worden sind. Immer wieder. So, und so eine Sache wie so eine Gerichtsvollzieherin, die ohne ordentliche Bestallung und ohne ordentliche saubere Durchlauf hier Vollstreckung machen will, ich meine, heutzutage, wir wissen ja, auch in BRD-Gefängnissen wird gefoltert. Ne? Weil die machen einfach, die sagen, ich habe meine Anweisung oder das hat nicht stattgefunden. Ne? Am Ende hast du aber eben dann die schweren Misshandlungen. Heutzutage haben sie ja viele Möglichkeiten, die Leute zu foltern. So, und da muss man auch mal an die russische Botschaft das adressieren. Ich habe natürlich ein riesen fünfseitiges Beschwerdeschreiben an die russische Botschaft geschickt und in Kopie auch an die Staatsanwaltschaft, damit die endlich mal einschreiten. Wenn sie denn schon eine Staatsanwaltschaft sind, also für den Staat, der Staat ist ja Kaiserreich, Anwälte sein sollen.
und gehen und sich nicht des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs schuldig machen wollen, dann müssen sie für Recht und Gesetz sorgen. Und Recht und Gesetz hieß nach HGO das Recht und Gesetz, was vor der Besatzung stattgefunden hat. So, und da denken ja viele, Besatzung ist 1945. Nee, es ist nicht. Die Besetzung des Staates ist ab 28.10.1918 passiert, weil nämlich die Weimarer Republik den kaiserlichen Staat besetzt hat. Durch Gewalt, durch Aufruhr und ähnliche Dinge. Ne? Also im Prinzip eine Wiederholung der französischen Revolution, wo sie das dort in Frankreich auch gemacht haben. Und in Russland, die russische Revolution, ja, durch die Bolschewiki. Und genau das gleiche ist ja auch passiert. Und da erzählen die uns, die SPD hätte einen demokratischen Prozess angeschoben. Nee, haben sie nicht. Sie haben geputscht. Das sind Putschisten. Und auch die heutige SPD ist nichts anderes. Ja, die kommen immer mit ganz frommen Sachen, aber wir wissen ja, die dann stellen sie sich noch hin, ich habe ja nichts falsch gemacht, wie ich letzte Woche wieder gehört habe. Da hat noch nie was richtig gemacht. So rum wird es richtig. Ja. Wenn die SPD wirklich eine Sozialdemokratie wäre, also das heißt, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eintreten, wäre Hartz IV oder die erschreckend niedrigen Renten oder der Abbau der Sozialleistung nie zustande gekommen. Das ist eine Sache, die Rot-Grün zu verantworten hat. Ja? Das Hartz ist ja mal früher von CDU eingefädelt worden, aber Rot-Grün hat es dann letztlich umgesetzt. Weil die CDU hat sich das gar nicht getraut. Weil da hätten sie so gesorgt, das sollen Christen sein, die sich selbst gegen die 10 Gebote vergehen. Das ist es doch. Ja, ihr seht, es hat sich nichts geändert. Das System, was hier herrscht, ist ein faschistisches, nationalsozialistisches System. Und zwar deswegen, weil die Staatsangehörigkeit noch vom 5.2.1934 ist. Und dieses System will eine Umfolgung machen. Das ist deswegen, lassen Sie die Grenzen auf. Jetzt haben Sie noch vor, unseren Grenzschutz abzulösen durch eine ausländische Truppe, die dafür sorgt, dass die Grenzen offen bleiben. Also zumindest die Außengrenzen von 1914. Ja. So, lediglich die Polen, und da bin ich auch angefeindet worden, weil ich die Polen in Schutz genommen habe, die sagen, nee, solange wie das Besetzung noch gilt, und die Polen wissen, dass sie von polnischer Seite und auch von russischer Seite noch besetzt sind, die sagen, nee, solange wie das besetztes Gebiet ist, darf ja keiner rein und raus. Ja. Das ist eine Reisefreiheit, gibt es ja eine ganz andere Sache, ist ja wie ein Urlaubsschein. Ja. Das Gefängnis ist eigentlich nur größer geworden und du hast dann ab und zu Ausgang. Das ist das, was hier passiert. So. Und in jedem amtlichen Schreiben, wo ich finde, wohnhaft ist wohnhaft, gibt es sofort eine Beschwerde, weil das ist ein nationalsozialistischer Begriff, wo sie Leute in Wohnhaft genommen haben. Da gibt es sofort einen drüber. Es gibt bei mir immer eine Beschwerde, wenn sie mir mit Reichsbürger oder mit Wohnhaft an die Ecke kommen. So. Ich bin ein freier Mensch. So. Ach, da haben wir gleich das nächste Stichwort. Ich habe jetzt wieder unheimlich viel Anfeindung wegen den ersten drei Teilen gekriegt, wonach sich die Reichskanzler in ihrer Ehre und in ihrem Recht, Staatskarossen zu fahren, gekränkt fühlen. Ich würde denn ihr Geschäftsmodell zerstören. Ich sage, wenn ihr wirklich das Reich wollt, also die Handlungsfähigkeit des Kaiserreichs, warum kümmert ihr euch nicht um eine Verfassungswahl? Warum setzt ihr euch nicht alle an einen Tisch und sagt, was wollen wir denn? Wir wollen unsere Heimat zurück. Wir wollen unsere ordentliche Staatsangehörigkeit zurück. Und wir wollen über die Geschicke unseres Landes selbst bestimmen. Wir wollen das nicht dem Bundestag überlassen, weil er eben nur eine Verwaltung ist und keine Regierung. Ja. Auch wenn die Regierung sich immer als Regierung aufstellt, der Putin hat ganz klargestellt, hat die Frau Merkel gefragt, welchen souveränen Staat vertreten sie denn überhaupt? Und da wüsste die Frau Merkel keine Antwort, weil sie eben keine Vertretung des Staates ist. Sie ist eine Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation, die sich gegen den Staat aufstellt, weil sie die Gesetze der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus anwendet. Heute noch. So. Und alles, ich habe mir das nochmal rausgesucht, ich habe mir heute die ganzen Chefgesetze nochmal durchgelesen, also es gibt den Stichtag vom 30. Januar, ab dem die nationalsozialistische Gesetzgebung als nicht rechtens schon durch die Westalliierten festgelegt worden ist. So. Und da gibt es eine Ausfertigung in Englisch, in Französisch und in russischer Sprache. Ja. Und ich habe natürlich jetzt diese ganze Sachen, gegen die jetzt verstoßen hat, die ganzen Anordnungen und Chefgesetze ist ja Alliierte Hohe Kommission, gibt es im Prinzip heute noch, ja, heißt nur anders. Und man muss ja auch wissen, durch das Bundesbereinigungsgesetz sind die Aufhebungsgesetze, dieses Besatzungsstatut, aufgehoben worden. So, wenn ich also ein Besatzungsstatut, ich hatte ein Besatzungsstatut,
Dann habe ich eine Aufhebung des Besatzungsstatuts und dann habe ich eine Aufhebung der Aufhebung des Besatzungsstatuts. Das heißt, das ursprüngliche Gesetz, das Besatzungsstatut, gilt wieder. Also kann ich die Militärgesetzgebung nehmen und sagen, wenn du von der Alliierten Hohen Kommission keine Bestellungsurkunde vorweisen kannst, dann bist du kein Gerichtsvollzieher, Richter oder Staatsanwalt. Fertig. So. Und dann Beschwerden schreiben, faxen. Wir müssen uns wehren. Auch die russische Regierung muss merken, dass wir uns mit dem, was hier läuft, nicht mehr einverstanden erklären. Und dass die Wahlen Betrug sind, weil die Staatsangehörigkeit für die Wahlen den Leuten gar nicht zugestanden wird. Jeder, der in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 in der Ex-DDR gemeldet war, hat das Recht auf die Bundesstaatenangehörigkeit. Und nach internationalen Abkommen, Genfer Konvention, Artikel 16 und 51, wenn ich mich noch richtig erinnere, muss die Staatsangehörigkeit ordnungsgemäß festgestellt und auch bestätigt werden durch die Verwaltung. Und da kann man keine erfinden und da kann man auch nicht im nationalsozialistischen Gedankengut von Staatsangehörigkeiten graben. Da hat man die Originale des Staates zu kriegen und die des Staates ist die Bundesstaatenangehörigkeit. Und deswegen haben alle Bewohner der Ex-DDR und auch östlich davon, also die Gebiete von 1914, die in Polen liegen, Anrecht auf die kaiserliche Staatsangehörigkeit. Wenn Sie polnische Staatsangehörigkeit haben wollen, wo wir uns mal fragen müssen, gibt es die überhaupt, oder ist es auch nur ein Verwaltungskonstrukt, dann sollen Sie es doch gerne kriegen. Aber wer in Polen lebt und die kaiserliche will, hat ein Anrecht auf. Sie müssen es einfach nur fordern. Ja. Und mit der Staatsangehörigkeit fällt auch die sogenannte Staatsschulden, die Polen angehäuft hat, seit 1945 auch weg. Weil sie eben auch in einem Besatzungskonstrukt entstanden sind. Und der Staat kann nun mal keine Schulden haben, weil er nicht am Werk war. So, der Staat in Polen wäre sozusagen der abgetrennte Teil von Polen bis zur Grenze von 1914, also das, was zum Kaiserreich gehört und heute Polen heißt, das ist eben dieser Bereich, der Anrecht hätte auf eine vollständige Entschuldung. Weil der Kaiser hat den Krieg nicht bestellt, weder den ersten noch den zweiten. Und ist nur Betroffener, aber nicht Kriegsbeteiligter. Und demzufolge darf er auch nicht gefändet werden. So, und da gibt es auch Ausnahmeregelungen, die regelmäßig umlaufen werden. Und das ist auch der Grund, weshalb man uns die Bundesstaatenangehörigkeit nicht zugesteht. Und wenn kein massenhafter Protest auch von Legida und Pegida kommt, endlich die Bundesstaatenangehörigkeit einzufordern, dass wir sie kriegen, denn nur so könnten wir überhaupt in der Politik mitbestimmen. Weil sonst haben wir ja gar keine Rechte. Wenn sie uns nur als juristische Person behandeln, und zwar genau in dem Moment, wenn du dich vor Gericht hinsetzt, dann bist du rechtslos, da kannst du nichts fordern. Und da kannst du dir Mühe geben und da fühlen sich die Richter noch angegriffen, außer man weiß um sein Recht dann, verhält sich eben entsprechend anständig, begründet es ordentlich, greift die Leute auch nicht an, wenn es nicht sein muss, hört nur die Gegenpartei ordentlich, ohne es anzugreifen, so wie man sich vor Gericht verhält. Ich bin dann das erste Mal vor Gericht, bin öfter mal, auch mit Presseausweis und so weiter. Da wissen wir das. Ne? Und den anderen muss man es vielleicht auch erstmal beibringen. Viele haben ja aufgrund von Benachteiligungen, die sie jahrelang erlitten haben, so ein richtiges Hass auf System. Und die wollen, ich weiß nicht, wie viel ich Anrufe in der Woche kriege, dass die Leute sagen, hier, ich will jetzt nur noch Gewalt, ich will dieses System weg haben. Ja, dann lese erstmal die HLKO, ich glaube Artikel 2, ja, dass eine kämpfende Bevölkerung wie eine Armee angesehen wird. Also das heißt, die Armee darf dann gegen die Bevölkerung vorgehen, die eigentlich sich im Recht gegen das Unrecht wehren will, aber eben mit den falschen Mitteln. So. Und solange wie sie alle mit Schwarz-Rot-Gold noch um die Kante rennen und denken, das ist die Tricolore der Freiheit, dann brauchen wir uns über eine Hoffnung hier in dem Land nicht zu unterhalten. Und das erzähle ich fast in jedem dritten Video, dass die Staatsflaggen Bundesstaatenflaggen sind. Und die sehen ganz anders aus. Und das Staatswappen ist der Kaiseradler, immer noch. Hat sich nichts geändert. Oder das staatliche Wappen. Ich hole jetzt nicht nochmal die Fahne raus. Ich bin froh, dass sie jetzt da hinten steht und laden das Licht bringt. Ja, könnt ihr im Teil ABC mal gucken. Wenn wir uns nicht bewegen und wenn jeder weder denkt, na, mich wird es doch nicht betreffen, ich habe mein Haus und ich habe Vorsorge und ich habe so viel Geld und so viele Forderungen und ich habe noch Schafe und Rinder und Ziegen und was weiß ich noch, sie werden dir das alles wegnehmen. Und zwar mit der einfachen Begründung, dass du, weil du dich nicht gewehrt hast, EU-Bürger geworden bist. Und bei 1.1.2016 wirst du merken, dass sie dir eine Zwangshypothek aufs Auge drücken wollen, für die du gar nicht kannst. Ja, in gewisser Weise kannst du dafür, weil du dich nicht gegen die Entrechtung gewehrt hast. Also den Meldeamtsleiter nicht angezeigt hat, dass er dir noch nicht deine Bundesstaatenangehörigkeit zuerkannt hat. Denn genau in dem Moment darf er die
die Grundschuld nämlich nicht mehr eintragen, weil das eine Amtshandlung ist im eigentlichen Sinne und das nur ein Bestalter, Beamter des Bundesstaates darf. So, und die sind das nicht. Die haben nicht vom Kaiser eine Ernennungsurkunde. Und deswegen versuchen sie uns die Staatsangehörigkeit vom Hitler aufs Ohr zu drücken, wo sie sich alles erlauben können. So. Ne? Und wo auch der Staatsanwalt sagt, na, der hat ja gar keinen richtigen Staat, wir wissen ja gar nicht, was da ist, ist dann nur staatenlos, was weiß ich. Oder das Stichwort staatenlos Info hat mich auch wieder angefeindet. Sie würden doch nicht mit einem gelben Schein um die Ecke kommen. Nee, wenn ich in Dresden oder in Leipzig bin, wäre ich jedes dritte Mal von irgendeinem, ich sag schon Zeugen Jehovas, angequatscht, ich brauche den gelben Schein, sonst kann ich meine Staatsangehörigkeit nicht nachweisen. Nee, genau in dem Moment, wo ich den gelben Schein bestelle, da brauche ich bloß oben drauf gucken, dass das Logo der Weimarer Republik, stelle ich mich gegen den Staat auf. Ja, das ist die Weimarer Republik war kein Staat, also kann sie auch keine Staatsangehörigkeit ausstellen. So, und wie kommen wir dazu? Das habe ich im letzten Video auch schon erklärt, da müssen Wahlkommissionen gründen. So. Und die können Kraft Notstandsrecht von 1914 auch tätig werden. Die müssen auch nicht einen Bundeswahlleiter oder Landeswahlleiter oder Kreiswahlleiter fragen. Die können sich einfach treffen, die müssen es einmal aushängen oder irgendwie veröffentlichen im Internet, was auch immer. Wir machen jetzt eine Wahl der Wahlkommission. So, und dann stellt ihr euch, nimmt ihr irgendeinen Kartenheim, wählt wenigstens 10 Leute, also 10 Amtierende und noch ein paar Nachrücker, die Dokumente begutachten. Je mehr das begutachten, müsst ihr eben ein entsprechendes Blatt machen und Formblatt, das werden wir auch dann nächste Woche alles entwerfen. Da habe ich schon eine Einladung wieder nach Thüringen, dass wir das mal gesamt, das Verfahren mal komplett aufzeichnen. Da werden wir auch wieder ein extra Video machen dazu, wie man eine Wahlkommission aufstellt und wie man sie gegen Anfeindung absichert. Mit Logo, mit entsprechenden Beurkundungen, dass die Leute, die Geburtsurkunden und so weiter begutachten, dann wirklich auch das Wissen haben und auch von vielen, also auch, sagen wir mal, gewählt wurden, mehrheitlich, also die zu der Gründungsveranstaltung kommen, sind dann die Wahlberechtigten und für die Aufstellung der Wahlkommission. Ja, und wenn man da hinreichend einlädt, also durch Aushänge, durch ich bevorzuge ja Postwurfsendung, also A4-Flyer, kurz erklären, worum es geht, dass wir also wieder rechtsstaatliche Verhältnisse wollen und dass es nicht so weitergehen kann, dass Frau Merkel über unsere Geschicke bestimmt und noch erlaubt, dass ja Giftsprühflugzeuge hier durch die ganze Bundesrepublik alles zusprühen. Das war letztes Wochenende wieder absolut schlimm. Man hat ja auch gesehen, dass das dann irgendwie die Wolkenbänder so ausfranst. Ne? Also homogener Nebel, der entsteht durch Kondenswasser, der franst nicht aus. Es franzt dann aus, wenn die Dichte dieses Nebels unterschiedlich groß ist. Und das ist nicht nur Abgase, sondern das sind Metallpartikel, die eben dort an der Stelle eine Wolkenbildung verursachen. Nämlich genau die Silbernitrate und Barium und irgendwelches anderes Giftzeug, was man für Experimente der Klimalügner in die Atmosphäre sprüht und hier den Boden vergiftet. Denn darum geht es, dass hier nichts mehr wächst und dass alles, was wir essen, nur noch Gift ist. Und die absolute Brennermeldung von dieser Woche war, dass so Jamie Oliver, so ein Starkoch, analysiert hat, was denn McDonald's hier verkauft. Also Ammoniak und irgendwelches komisches Presszeug wurde hier an die Leute. Da hat er Gerichtsurteil. Sehr schön. Ja? Ich kann das auch immer wieder begrüßen, dass also auch mal auch sogenannte Prominente auch mal aufstehen und sagen, nee, das ist nicht so. Ich werde auch immer ständig belogen und ich soll das sagen und das sagen, weil die Leute mir glauben. Nee, dann steht doch mal auf. Was hängt ihr denn an eurem Mammon? Ja, ich arbeite mit dem, was ich habe. Wenn ich nicht viel habe, kann ich nicht viel arbeiten. Aber ich kann nicht auf den Gedanken und komme nicht auf den Gedanken, es nur deswegen zu machen, mit einer Staatskarre rumzufahren. So bescheuert bin ich nicht. Sondern ich will mit dem, was ich habe, arbeiten. Das ist meine Kamera, mein Bleistift, mein Presseausweis und mein Willen, unbedingt hier die rechtsstaatlichen Verhältnisse herbeizuziehen. Und wenn das an mein Lebensende nichts anderes macht, und selbst wenn sie mir zusammenschlagen oder umbringen, es werden nach mir 100 Leute kommen, die noch 10-mal schlimmer sind. Man sagt da der sogenannte Märtyrer-Effekt. Ist mir auch egal. Wenn die in meiner Linie weiterlaufen wollen und genauso auch vorgehen und Videos machen und das anprangern, habt ihr freies Schussfeld, habe ich nichts dagegen. Aber bitte nicht über das hinaus, was ich auch immer wieder sage. Holocaust ist tabu, wird nicht drüber geredet. Da müssen erst eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht werden. Da trete ich gegenüber jedermann. Ich lehne mich also weder dafür noch dagegen aus dem Fenster. Ich lehne mich nur so weit aus dem Fenster, dass es Kriegsverbrechen gegeben hat. Durch Rheinwiesenlager und Niederbrennen von Städten in Größenordnung, das ist ja geschichtlich belegt, ist durch Zeitungen und durch Anschläge
an öffentlichen Plätzen hinreichend belegt. Das ist so wahr. Und die US-Militär hat ja auch eingestanden, dass sie das gemacht haben. Allerdings nicht so, dass man sagen kann, es ist in Zacken aus der Krone gebrochen, sondern eigentlich eine weitere Unverschämtheit, die sie sich da erlaubt haben. Ich weiß nicht, was Amerika oder England oder irgendwie anderen Kriegsgegner machen würden, wenn ein Deutscher in deren Ländern sowas begangen hätte. Wie es da umgeht. Wenn dieser ganze Chemiedreck, der auf unseren Köpfen niederrieseln würde, in Israel, in Jerusalem niedergehen würde, in konzentrierter Form, was da los wäre. Aber das ganze Zeit machen sie doch. Und die Royal Society ist ja nichts anderes als der Zionistenverein. Zionisten und Freimaurer ist die Royal Society, die nichts anderes tun als uns vergiften. Das machen die von früh bis abend, brauchst bloß an den Himmel gucken. So. Ich weiß, wie Konsens schreiben. Also, die haben wir zu DDR-Zeiten oft genug gehabt, da sind genug geflogen. Aber das war nach einer Minute weg und da hat es keine Wolkenformation gegeben. Ich kenne den blauen Himmel wieder, also das sieht so ähnlich aus wie meine Jacke. Richtig Stiefel heller vielleicht. So, und das, was wir hier noch haben, ist nur noch eine braune, graue Suppe, nichts anderes. So. Und damit werden nicht nur unsere Generation, sondern da werden die Systemlinge auch vergiftet. Das müssen sie doch auch mal begreifen, dass sich das in der ganzen Welt ausdehnt. So. Und es steht ja auch in der Bibel geschrieben, ich, Gott, werde die verderben, die die Erde verderben. Also jeder, der mit einer Klimalüge die Erde verdorbt, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wenn es die Herstellung von sogenannten grüner Technologie ist, die auch nur der reinste Giftküche ist. Die ganze LED-Technik, das ist alles die blanke Giftküche. Gallium, Arsenid, gibt fast nichts Schlimmeres, was giftiger ist. Da kann man auch eine grüne Technologie dazu sagen. Das Problem ist einfach nur, dass das Glühlampenlicht, was gesund ist und was ein angenehmes Spektrum hat, auch dazu führt, dass man beruhigt ist und nicht so aggressiv, weil ihr werdet ja merken, wenn ihr eine ganze Wohnung mit LED-Licht vollgezimmert habt, dass ihr ein Unwohlsein und so eine leichte Aggression verspürt. Ne? Könnt euch mal das Video angucken, Faxe Energiesparlampe von irgendwie zwei Österreichern, gibt es auf YouTube. Machen das eigentlich ziemlich deutlich. Man weiß ja auch, dass dieses ganze Energiesparzeug chemische Substanzen ausgas, also PCB oder wie das heißt, was da aus den Kondensatoren rausquillt und dass durch die Energiespartechnik auch viele Häuser derartig mit Giftstoffen belastet sind, dass da Wände abgekratzt werden müssen. Also da hat man schon vieles gehört. Ich sage mal, Leuchtstofflampen ist okay, aber ich versuche so viel wie möglich Energiesparlampen wieder zurückzubauen in klassische Leuchtstofflampentechnik, weil hast du zwar dort auch Quecksilber, aber das tritt einem nur dann aus, wenn sie kaputt geht. Und da müsste eben dann mit entsprechenden, da gibt es so Pulver, wo man das auflesen kann, muss man es eben damit machen. Und mit Leuchtstofflampen bin ich groß geworden, ich kenne seit meiner Jugendzeit einfach nichts anderes und das ging auch und das Licht ist zwar auch ein bisschen übel, wie das seht ihr ja hier, das ist auch Leuchtstofflampe, aber es ist zumindest nicht so übel wie die weißen LEDs. Man muss sich einfach nach einer gewissen Zeit auch mal dem sogenannten Zeitgeist in den Weg stellen, wenn er anfängt, das tägliche Leben zur Unmöglichkeit zu machen. Da muss man sich wehren, auch in kleinen Dingen. So. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, bei mir kommt solcher Dreck überhaupt nicht ins Haus. Ich habe eben meine ursprünglichen Glühlampen, weil ich das für mein Wohlbefinden brauche. Oder ich habe eben Kerzen oder ich habe eben irgendwas, was mich runterbringt, wo man so ein bisschen Ausgleich hat. Kann ich alles nachvollziehen. Ich sage mir immer, schütze so weit wie es geht das Tageslicht. Gehe in die Natur, finde dort meinen Ausgleich. Und da kann ich dieses ganze Unrecht, was von früh bis abend gegen mich versucht dort zu vollstrecken, eben auch gut verarbeiten. Ich überlaste mich auch nicht. Wenn ich eine gewisse Sache nicht handeln kann, dann muss ich es eben zurückstellen. Das ist auch die Message, die ich jedem sage, brennt nicht aus, werd nicht mutlos. Ich habe die Sache seit, ich schätze mal, 40 Jahren auf konstantem Level durchgehalten. So, ich habe immer wieder dagegen gehalten. Und da bin ich auch weiter am dran geblieben. Und es gibt Leute, die mit unheimlicher Energie da versuchen, was zu reißen, gar nichts bewegen und nur ausbrennen und enttäuscht sind. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht habe. Mir geht das zwar auch zu langsam, aber es belastet mich nicht. Und das ist eben das, wo viele auch erstmal lernen müssen, wie man mit Vorgängen umgeht. Ihr müsst überlegen, dass in der Weltgeschichte alles, was sich innerhalb von 70 Jahren bewegt hat, nur
Ja, eine Affekthandlung ist. Es bewegt sich nicht. Ihr könnt ja erwarten, dass wenn die Freimaurer schon zu 1700 noch was gegründet haben und 250 Jahre Zeit hatten, uns zu terrorisieren und in die Gesellschaft einzudringen und das und die Moral und die ganze Gesellschaft zu verderben, dass ihr das in einem halben Jahr umhauen könnt. Ihr könnt das vielleicht in einem Jahr umhauen, aber da müssen erstmal alle aufwecken und die meisten schlafen noch. Ja. Und das ist eben das, was ich immer wieder sage. Ihr müsst eben, wenn das System euch anfeindet, weil sie euch bedrohen, weil sie euch entreichern wollen, dann nehmt euch vor, 10 Leute jeden Tag aufzuwecken. Per Facebook, per Newsletter, per Postwurfsendung. Macht einfach. Ihr müsst doch niemanden fragen. Ihr könnt in jeden Copyshop gehen, könnt ihr Schreiben aufsetzen, könnt ihr den Leuten in den Briefkasten hauen, damit endlich mir mal sich was ändert. Und wenn ihr die 1000 Blätter verteilt habt über den Tag, an dem Wochenende mal so einen schönen Spaziergang machen und dann ordentlich werfen, dann weckt ihr die Leute auf, klärt die über unseren wirklichen Staat auf, über die Missstände, die hier herrschen und dass die Politiker deswegen nicht gewählt sind, weil sie keine ordentliche Staatsangehörigkeit ausgeteilt haben und keiner die deutsche Staatsangehörigkeit haben kann, auch nicht je nach Grundgesetz. Ist einfach nicht möglich. So, den Rest machen wir dann im fünften Teil.